Interessanterweise wissen wir eine Reihe von Dingen über die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die nächste Woche Montag erscheinen wird. Klar, wir wissen um den Titel, das Layout, wir können die politische Richtung vermuten, aber, und das scheint etwas absurd, wir wissen auch, dass etwa 30% aller Zahlen in dieser Zeitungsausgabe mit einer 1 beginnen werden und nur etwa 5% mit einer 9. Und das ist wirklich kein Unfug, ihr könnt euch gern die Mühe machen und das am nächsten Montag testen. Der Grund dafür? Benford's Law. Und das erkläre ich in diesem Video. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Benford's Law, auf Deutsch das Benfordsche Gesetz, trifft Aussagen darüber, wie häufig Zahlen als erste, zweite, dritte Ziffer einer Zahlenreihe vorkommen. Entdeckt wurde es ursprünglich vom Astronomen Simon Newcomb im Jahr 1881. Als Newcomb logarithmische Tabellen betrachtete, fiel ihm auf, dass die ersten Seiten, jene mit einer 1 vorn, viel abgenutzter waren als andere. Obwohl Newcomb seine Ergebnisse publizierte, war es Benford, dem ein halbes Jahrhundert später die Entdeckung zugeschrieben wurde. Benford stellte 1938 fest, dass die ersten Ziffern von vielen Datensätzen in der Regel klein waren. Wir würden an sich erwarten, dass wir, wenn wir etwa die Bevölkerungszahlen aller deutschen Städte verglichen, die Zahlen von 1 bis 9 mit einer Wahrscheinlichkeit von je 11,1% an erster Stelle finden. Das ist aber nicht so. Mit etwa 30% Wahrscheinlichkeit ist die erste Ziffer eine 1, die 2 findet sich nur noch zu 17% an erster Stelle, die 9 nur noch mit 4,6% Wahrscheinlichkeit. Benford wies die Gültigkeit seiner Aussage an diversen Datensätzen nach. Er betrachtete die Oberflächengröße von 335 Flüssen, die Bevölkerungszahlen von 3259 Siedlungen in den USA, 104 physikalische Konstanten, 1800 molekulare Gewichte, 5000 Einträge eines mathematischen Handbuchs, 308 Zahlen in einer Ausgabe von Reader's Digest, die Adressen der ersten 342 Personen in American Men of Science und 418 Todesraten. Im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts wurde Benford's Law immer wieder bestätigt, an Längen von Flüssen, Aktienwerten und Stromrechnungen. Das Benfordsche Gesetz ist tatsächlich so zuverlässig, dass es in verschiedenen Situationen eingesetzt wird, um Betrug zu entdecken. Steuerprüfer zum Beispiel nutzen es, um falsche Buchführung aufzudecken. In der Wahl im Iran im Jahr 2009 wurde mit Hilfe von Benford's Law Wahlbetrug offengelegt. Das Gesetz kam bei der Euro-Einführung ebenso zum Einsatz wie bei der Untersuchung von Genomdaten in der Biologie. In diversen Gerichtsprozessen in den USA diente Benford's Law als zugelassenes Beweismittel. Das Benfordsche Gesetz lässt sich immer dann anwenden, wenn die Datenzahlen verschiedener Größenordnungen umfassen, also etwa 1, 2, 3 oder 4-stellige Werte. Mathematisch lässt sich diese Gesetzmäßigkeit übrigens solide erklären, anders als etwa Zipf's Gesetz, was vielleicht noch ein bisschen spannender ist. In der Beschreibung findet ihr einen Link zu einer mathematischen Erläuterung, für einen Videoinhalt ist das vermutlich etwas zu dröge. Ich hoffe, das kleine Wissenshäppchen zwischendurch hat euch gefallen und ihr habt wieder ein bisschen euer Potenzial ausgebaut, auf Partys etwas klug zu scheißen. Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Like und einen Kommentar. Unser Dank gilt wie immer unseren Unterstützern auf Patreon, ganz besonders unseren galaktischen Overlords Markus, Sebastian, Aimgods und Hermann Hampe. Und in diesem Sinne, 42.